Ich heiße Luisa Pohle, mache Karate und bin Nachwuchssportler des Monats Dezember. Karate bedeutet mir sehr, sehr viel. Also es beeinflusst meinen Alltag eigentlich komplett. Und ich versuche auch ganz viel Zeit und dafür zu investieren, um auch meine Ziele zu erreichen. Also erstmal bescheiden sein ist ganz, ganz wichtig, und aber auch Selbstbewusstsein und Präsenz und ja, dann natürlich, dass man die Leistung bringt und Kata und Kumite und alle Sachen miteinander vereint. Meine größten sportlichen Erfolge letztes Jahr waren zum Beispiel Gold bei der Berlin Open oder East Open. Und dieses Jahr zweimal Gold beim JKS World Cup in Dublin und dritter Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Meine sportlichen Ziele sind es, bei den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Und ich hoffe auch, dass Karate weiterhin olympisch bleibt. Und dann möchte ich natürlich auch bei Olympia teilnehmen. Sie hat schon von klein auf immer einen eisernen Willen gehabt und eine großartige Disziplin. Und das habe ich selten bei einem Mädchen, Kind, ja, mit 6 Jahren hat sie bei mir angefangen, in dem Format gesehen. Sanitäter. Eierkuchen. In die Zukunft schauen. Eine Eule. Karate, verreisen, lachen. 2028. Wählt jetzt euer Nachwuchssportler des Monats Januar. Bis zum 23. Dezember könnt ihr noch abstimmen.